Aber du weißt nicht wo. Das ist das Problem. Aber wir können es ja entschlüsseln. Aber erstmal gehen wir da hoch. Nein, wir entschlüsseln es. Erstmal entschlüsseln wir es. Ich sehe die Karte. Der Schlüssel steckt wohl unter einer Truhe beim Bücherregal. Okay, Moment. Hier ist das Feuer. Das X markiert den Punkt, wie man so sagt. Hier. Ah. Haben wir ihn? Der Hauptschlüssel. Damit komme ich in den Westflügel. Yes. Sehr geil. Hauptschlüssel bekommen. Sehr gut. Okay. Sehr cool. Er öffnet die meisten Türen auf dem Anwesen. Auch den verbotenen Westflügel. Schlüssel der Vergangenheit Achievement bekommen. Cool. Das ist sehr cool. Das freut mich. Ah. Das Foto wurde in der Bibliothek gemacht. Ist das Ihre Mom? 1820. Anbauten der Haupthalle in Arbeit. Hm. Okay, also wurde bei der Haupthalle angebaut. Hab mich doch abrollen. Oh, oder können wir jetzt noch nicht abrollen? Können wir uns jetzt noch nicht abrollen? Ich weiß es nicht. Ich guck erstmal, was hier unten ist. Wohin die Tür führt. Na klar, zur Bibliothek. Hm. Ich glaube, in der Bibliothek sind vielleicht noch mehr Hinweise. Nee, warte, hier waren wir noch nicht, ne? Hier waren wir noch nicht. Kombinationshinweis 2 fehlt uns noch. Okay. Dann müssen wir mal eben weitersuchen. Ich bin der Meinung, vielleicht hier in der Kiste, weil hier brauchen wir auch den Hauptschlüssel. Oder da geht's noch weiter. Die Pharaonenkrone von meiner Geburtstagsschatzsuche. Wie alt war ich da? 6? 8? Hm. Ich glaube, diese Hieroglyphe steht für eine Zahl. Aber welche nur? Das sind zwei Vögel. Okay, das gucken wir uns gleich an. Zwei Vögel. Okay. Dads Hinweise erwähnen Moms Gemälde und ihren Hochzeitstag. Hoffentlich finde ich im Westflügel ein paar Antworten. Zwei Vögel. Können wir uns abrollen? Komm. Nein, können wir nicht. Okay. So, zwei Vögel sind... Hä? Wo ist unser Buch? Ach, das war wahrscheinlich echt nur der Hinweis, ne? Okay, dann gucke ich erstmal da lang. Wo auch immer wir hier sind. Oh, ist das ein gutes Spiel. Was stand da gerade? Suchen Sie nach was? Ich bin nochmal kurz raus. Nach den der Kombinationsrelikten, okay. Fräulein Lara, ich war so frei, Ihnen ein Tablett zuzubereiten, da das Abendessen nicht nach Plan verlaufen ist. Ich habe auch etwas Süßes dazu gelegt. Es wäre nett, wenn das unter uns bliebe, aber ich fand, heute Abend brauchen Sie etwas Besonderes. Sehen Sie es mir bitte nach, aber ich war besorgt, als Sie vom Esstisch weggerannt sind und wollte Ihnen etwas geben, das Sie hoffentlich etwas beruhigt. Ich kenne Ihren Vater schon lange. Die Intensität seiner Leidenschaft kann beängstigend sein, aber ich sehe dieselbe Leidenschaft in Ihnen. Sie sind ihm ähnlicher, als Sie denken. Zweifeln Sie nie daran, dass er Sie mehr liebt als seine Arbeit, mehr als seine Artefakte. Mehr als alles in der Welt. Stürme vergehen und morgen ist der Himmel wieder blau. Wenn Sie fertig sind, stellen Sie das Tablett bitte vor die Tür. Hochachtungsvoll, Winston. Okay, gut Leute, dann würde ich aber erstmal sagen, das war's mit diesem Part. Nein, ich mache noch eine Folge. Eine Folge nehme ich noch auf. Okay, dann kommen wir hier raus. Alles klar, okay. Der Westflügel ist da oben.
Aber das gucke ich mir jetzt noch nicht an. Das gucken wir uns als letztes an. Ganz als letztes. Wir können gleich erstmal den Kamin anmachen. Wo war denn hier die Truhe? War die oben? War die oben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die war oben. Da ist die Tür zu dem Zimmer. Das machen wir aber später. Nachdem wir uns hier halt alles angeguckt haben. Hier war die Truhe. Naja, da war die Truhe. Okay. Reliktjäger! Achievement. Cool. Das Croft-Familienwappen. Okay. Wir betreten zum ersten Mal den Westflügel des Croft-Anwesens. Schlimmer als ich dachte. Merkwürdig, aber wunderschön. Irgendwie schon. Ist ja doch schon so ein bisschen creepy hier, ne? Okay, Lara, reiß dich zusammen. Du siehst schon Gespenster. Ich hab's nicht gesehen, was war da? Ich hab doch nur ganz leicht irgendwas aufblitzen sehen. Was war da? Ich muss mir das unbedingt in der Aufnahme nochmal angucken. Ich werd's eh vergessen, aber egal. Wir alle hoffen, Ihre Arbeit wurde auf der Konferenz gut aufgenommen und freuen uns auf Ihre Rückkehr. Wie so oft bei diesen Schreiben wollte ich Ihnen von einem Zwischenfall mit unserem kleinen Engel berichten. Offenbar haben sich die anderen Mädchen an Laras Schule über sie lustig gemacht. Soweit ich entnehmen konnte, haben die jungen Damen sie damit aufgezogen, dass sie zu jungenhaft sei. Sie ziehen sie nicht noch einmal auf, doch ich glaube, die Worte haben sie getroffen. Ich glaube, Lara vermisst ihre Mutter in letzter Zeit. Sie sorgt sich, dass sie nicht wie die anderen Mädchen ist. Da sie nur mit ihrem Vater aufgewachsen ist, verwundert es kaum, dass sie keinen Bezug zu ihnen hat. Vielleicht wäre ihre neue Freundin Anna ein willkommener Einfluss. Sie könnten sie doch einmal mitbringen, damit Lara sie kennenlernt. Den richtigen Moment dafür zu finden, überlasse ich Ihnen. Eine sichere Rückreise. Hochachtungsvoll, Winston. Die Welt hat es kurz nach ihrem Tod verschlossen. Bestimmt konnte er den Gedanken nicht ertragen, irgendwas von ihren Sachen wegzuräumen. Es könnte sein. Seit Jahren unberührt, so wie sie es verlassen hat. Alter. Ich hatte meiner Familie die Stirn geboten und Richard und unsere Liebe verteidigt. Doch mit Einzug in das Croft-Anwesen kamen mir Zweifel. Wie sollte die Liebe in diesen gähnenden Räumen überleben? Hatte ich einen schrecklichen Fehler gemacht? Ich war noch nie so froh, mich geirrt zu haben. Richard hat mich mit einem Spiel auf den Anwesen willkommen geheißen. Es war eine Notiz aus 5 verschiedenen Sprachen, doch sie wies mir den Weg. Der nächste Hinweis war ein scheinbar leeres Stück Pergament in der Küche, wo die Wärme einer Kerze eine Nachricht aus Zitronensaft zum Vorschein brachte. Grinsend wie ein Kind habe ich seine Rätsel gelöst und bin der Spur bis zum Ende gefolgt. Eine weiße Tischdecke auf der Wiese und ein Picknick. Wir lachten und aßen, und mit dem Morgennebel schwanden auch meine Zweifel. Die Liebe kann und wird siegen. Oh, Gänsehaut, Alter, ohne Witz. Moms Gemälde. Welches mochte Dad am liebsten? Das. Das. Schätze ich. Ich war heute kurz daheim, um meine letzten Gemälde zu holen. Besser gesagt, im Heim meiner Familie. Atlas war da, schlecht gelaunt wie üblich. Doch über seine gemeinen Sticheleien gegen Richard konnte ich nur lachen.
dass ich jemals auf den Rat meines verbitterten Bruders gehört habe. Meine Zurückweisung machte ihn nur noch wütender. Ich ließ ihn vor sich hin brummelnd in Vaters Arbeitszimmer zurück. Auf der Rückfahrt machte Winston einen Umweg durch die Landschaft und ich sah meine Gemälde durch, darunter auch Richards Lieblingsbild, ein abstraktes Bild mit roten Blöcken. Ach so. Lächelnd beschloss ich, es ihm zu schenken. Ich war glücklich und auf dem Weg nach Hause. Rote Blöcke. Dads Lieblingsbild. Vielleicht finde ich auf diesem Gemälde einen Hinweis auf die Kombination. Bier. Vier rote Blöcke. Das Einzige, was mich hier bei dem Spiel gerade abfuckt, ist, dass, wenn sie reden, dass sie nach einem Punkt einfach 5 Minuten Pause machen. War mit mir als Baby. Habe ich noch nie gesehen. Unfassbar, dass ich mal so klein war. Oh, ist das ein schönes Spiel, Alter. Daran erinnere ich mich gar nicht. Könnte ich mich doch nur daran erinnern. Mom starb zu jung. Eindeutig. Wann ist denn sie gestorben? Auf jeden Fall bevor sie 6 war, denke ich mal. Obwohl, das nicht mal unbedingt. Das war für eine Ausstellung von Moms Werken in London. Wie gern würde ich die heute sehen. Hier steht, Amelia Croft plant, ihre Werke in New York zu präsentieren. Was wohl daraus geworden ist? Gute Frage. Ist sie nach dem Geburtstag mit der Erkundungstour gestorben oder vorher? Ich weiß es nicht. Ich glaube nachher. Lara davor. Kam heute davor. Zur Welt. Es war etwas dramatisch. Aber alles ist gut. Sie ist ein gesundes, schönes Baby. Richard ist gerade weggegangen. Ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen. Bestimmt feiert er heute Abend mit seinem Lieblingswhisky. Es ist jetzt ruhig und friedlich. Nur der sanfte Klang des Regens und die leisen Schlafgeräusche dieses neuen Lebens in meinen Armen. Lara. Lara Croft. Meine liebe Tochter. Mein Gefühl lässt sich kaum in Worte fassen. Wir haben eine Verbindung. Etwas, das ich nie erwartet hätte. Eine so starke, reine Liebe. Eines Tages wirst auch du sie spüren. Ganz gleich, wohin du gehst oder wo auf der Welt du deinen Platz findest, diese Verbindung wird uns immer bleiben. Oh. Gänsehaut. Gänsehaut. Und, oh, dieses Spiel, ey. Dieses Spiel. Das war fast richtig, Schatz. Hier, ich zeig's dir. So, siehst du? Sehr gut, Lara. Sehr gut. Wie mein Leben wohl geworden wäre, wenn sie nicht gestorben wäre. Können wir den Kamin nicht anmachen? Nee, können wir nicht. Nichts mehr. Okay, 4 rote Blöcke. Wir merken uns die Zahl 4. Schön, dass ich noch so viele von Moms Werken habe. Ja. Irgendwie schon. Alter. Yeah, Tonband. Ohne Emilia ist das Haus nicht mehr dasselbe. Finsternis erfüllt es. Eine Ruhe, die ich nicht ertrage. Auch wenn Lara noch zu klein ist, um zu verstehen, was passiert ist, spürt auch sie die Veränderung. Sie hat nur einmal nach ihrer Mutter gefragt und ich fürchte, meine Reaktion hat ihr Angst gemacht. Ich werde Winstons Hilfe bei Lara in den nächsten Monaten mehr denn je brauchen. Mir war nie bewusst, wie sehr Trauer einen Menschen zerstören kann. Doch ich bin am Boden zerstört. Ich weiß, ich kann dem Schmerz nicht entfliehen, doch ich werde alles tun, um ihn zu meiden. Ich werde den Westflügel verschließen, solange ich hier lebe. Es wird so bleiben, wie Emilia ihn verlassen hat. Vielleicht findet Lara eines Tages dort Antworten. Das tut sie gerade. Das tut sie gerade. Eieiei, ey.
Nach allem, was Atlas getan hat. Ich glaube, das war Dads Taschenuhr. Genau um 12 Uhr nachts stehen geblieben. Konntest du ihm von der Expedition erzählen? Mir wurde alles zu viel. Ich musste mit jemandem reden. Er ist doch schließlich mein Bruder. Okay. Das ist Dad. Ist wohl Familientradition. Aber ich kann mir nicht vorstellen, sowas von mir machen zu lassen. Könnte ich auch nicht. Das wäre mir, glaube ich, zu komisch. Ich glaube, das wäre mir zu komisch. Das Parfum meiner Mutter. Dieser vertraute Duft. Ich sehe sie beinahe vor mir. Okay. Noch ein Bild. Mom an ihrem Hochzeitstag. Sie sieht so schön aus. Da steht ein Datum. Irgendwas im Oktober. Mist, die Zahl ist verblasst. Oktober. Der Hochzeitstag war im Oktober. Aber an welchem Tag? Oh, Mann, dass ich das nicht weiß. Irgendwo muss noch ein Hinweis sein. Ich erinnere mich. Den hat Dad Mom zum Geburtstag geschenkt. 13. Oktober. Moms Geburtstag. Ich bin sicher, meine Eltern haben im Oktober geheiratet. Ich glaube, um Moms Geburtstag herum. Okay. Das hören wir uns gleich an. Gucken wir nochmal hier. Okay, hören wir uns jetzt das an. Ich platze vor Stolz. Emilia ist schwanger. Unglaublich, wie ein so simples Ereignis das ganze Leben verändert. Wir wissen noch nicht, was es wird, aber wir überlegen uns schon Namen. Vielleicht Benjamin nach meinem Großvater. Oder auch Griffin? Er war ein noch berüchtigterer Croft als ich. Nein, Emilia ist dagegen und überzeugt, dass es ein Mädchen wird. Sie mag Klassiker wie Scarlett oder Kate, aber ich konnte sie für Lara begeistern. Eine Anspielung auf den Sonnengott Ra und unsere Zeit in Ägypten, in der das Kind gezeugt wurde. Ich denke viel über dieses neue Leben nach. Wie ähnlich sie uns wohl sein wird. Bei all meinen Forschungen zu Unsterblichkeitsmythen habe ich vielleicht die offensichtlichste Antwort auf die Fragen, die mich quälen, ignoriert. Wir leben durch unsere Nachkommen weiter. Unsere Gene, DNS, Erfahrungen. Weitergegeben über Generationen. Vielleicht ist das die simple Wahrheit des ewigen Lebens. Und ich war einfach nur zu stur, sie zu akzeptieren. Vielleicht. Vielleicht hat Dad das Geheimnis der Unsterblichkeit entdeckt, ohne es zu wissen. Das kann sein. Das kann sein. Alara ist ein schöner Name. Emilia wäre dagegen gewesen. Das allein hätte ausreichen sollen. Aber ich bin, wie ich bin, ein sturer Narr. Ich habe die Türen des Westflügels verschlossen und werde sie nicht wieder öffnen, bis entweder mein Leben oder meine Sturheit endet. Am Vorabend sagte Roth, ich würde meine Meinung noch ändern. Wie ein gebrochener Arm würde die Wunde heilen und eines Tages würde der Gips abfallen und wir wären wieder gesund. Die plumpe Metapher machte mich wütend, als wäre unser Verlust nicht mehr als eine Unannehmlichkeit. Harte, doch wahre Worte, aber ich habe getan, was ich muss. Vielleicht reißt Lara eines Tages die Türen wieder auf und lässt die Sonne hinein. Vielleicht findet sie ihren Frieden an diesem Ort. Ja, Sonne ist das jetzt nicht. Funktioniert das alte Ding noch? Moms Ehering. Hab mich immer gefragt, was damit passiert ist. Die Inschrift ist verblasst. Mann. Ich glaube, diese Reise war nötig, damit ich den Schritt wage. Ich konnte Richard in seinem Element erleben. Seine besten und schlechtesten Seiten. Ich habe die Reinheit und das Chaos seiner Leidenschaft erlebt. Und habe erkannt, ich will seine Leidenschaft in meinem Leben. Jeden Tag. Es ist getan. Richard wollte noch 4 Tage bis zu meinem Geburtstag warten, aber ich nicht. Wenn ich mich für etwas entscheide, handle ich auch.
Wir haben eine kleine Kapelle in Luxor gefunden. Roth und die anderen waren dabei, als wir uns bei Sonnenuntergang in diesem herrlichen Land das Ja-Wort gaben. Mutter wird mir nie vergeben. Atlas wird wütend sein. Aber das kümmert mich nicht mehr. Ich bin frei von den Verpflichtungen der Demornes. Frei, meinen Leidenschaften zu folgen, umgeben von jenen, die mich ermutigen und herausfordern. Ich freue mich auf die Zukunft, was immer sie bringen mag. Morgen kehren Richard und ich als die Crofts nach London zurück und gehen gemeinsam unseren Weg. Okay, zurück zum Arbeitszimmer und dem Safe. Das heißt, am 9. haben sie geheiratet. 9. Oktober. 4 rote Quadrate. Und die komische Zahl von diesen... zwei Vögeln. Was die Zahl auch immer war. Ich habe mir das nicht mehr gemerkt. Ich hoffe, wir sehen das Buch gleich nochmal. Wir haben immer noch keine Brechstange, ne? Aber ich kann unten noch einen Kamin anzünden. Das möchte ich auch gerne machen. Bringt uns nur nichts. Okay. Aber Leute, bevor wir jetzt den Tresor öffnen, werde ich diesen Part beenden. Oh Mann! Dad, was bewahrst du hier drin auf? Nichts wirklich Wichtiges, Lara. Hausunterlagen und sowas. Wenn es nicht wichtig ist, warum legst du es dann in den Safe? Ich sollte wissen, dass ich dir nichts vormachen kann. Es ist etwas Wichtiges hier drin. Und zwar für dich, falls du es eines Tages brauchst. Na, hoffentlich hast du dich für mich eingesetzt, Dad. Okay, Leute. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Ich warte selber noch einen Tag oder zwei, bis ich wieder aufnehme. Puh. Oh Mann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Ja, dieses Spiel ist so gut, Alter. Vor allem diese Story hier gerade. Oh. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.